Herzlich willkommen bei den Guder Games und willkommen auf den Schießstand. Heute geht es darum, dass wir euch alle 10 Helden vorstellen, die sozusagen Valorant momentan zu bieten hat. 5 Helden habt ihr am Anfang freigeschaltet, die nächsten 5 müsst ihr sozusagen dann noch freischalten. In den nächsten Wochen, die ihr dann theoretisch spielt, bekommt ihr natürlich verschiedene Aufgaben, levelt auf jeden Fall und könnt dann pro verschiedenen Level auf jeden Fall einen Held freischalten. Zuerst fangen wir mit Brimstone an. Das ist auf jeden Fall ein Taktiker. Wir werden zuerst alle Taktiker durchgehen, euch die ein bisschen repräsentieren. Taktiker sozusagen analysieren das Schlachtfeld und versuchen für ihr Team den besten Weg zum Ziel, sozusagen zum Plan zu finden. Und Brimstone hat 4 verschiedene Fähigkeiten, darunter 3 Fähigkeiten sozusagen, die man nehmen kann und eine Ulti. Und mit Q sozusagen haben wir den Brandschuss. Mit dem Brandschuss rüstest du sozusagen einen Brandgranatenwerfer aus, der sozusagen in einem bestimmten Feld sozusagen eine Brandmatte legt. Ein Flammenteppich steht ja hier auch, der temporär natürlich ist und alle Spieler, die in diesem Bereich sind, auf jeden Fall Schaden. Mit Q habt ihr den Granatenflammenwerfer, wo ihr in einem bestimmten Bereich sozusagen einen Flammenteppich erzeugt und damit dann auf jeden Fall den Gegnern Schaden zufügt. Auf E habt ihr den Rauchhimmel, Rauch am Himmel, und damit könnt ihr sozusagen mit eurer Positionsradar sozusagen auf der Map, könnt ihr nicht nur eine normale Rauchteppich machen, sondern ihr könnt im alternativen Modus die Position sozusagen bestätigen und anhaltende Rauchwolken abzufeuern, die die Sicht im gewählten Bereich blockieren. Also hast du damit auch einen schönen Rauchteppich, den auch natürlich nicht nur er hat, es gibt auch andere Helden, die diese Rauchoption nutzen. Wo eine Kugel mit Rauch sozusagen entsteht, in der man nicht rausgucken kann und auch nicht durchgucken kann, was also auf jeden Fall Rauch vom Himmel ist, auf jeden Fall sehr, sehr notwendig in manchen Situationen. Das nächste ist das Stim-Leuchtfeuer. Rüstest du das Stim-Leuchtfeuer aus, kannst du damit an einem bestimmten Bereich für deine Teammitglieder einen Schnellfeuer-Modus herbeibeschwören, sozusagen, natürlich, der nur in diesem Bereich funktioniert. Das Stim-Leuchtfeuer. Und hier habt ihr natürlich den Schnellfeuer, könnt schneller schießen, wenn ihr zum Beispiel rausgeht. Habt ihr immer noch die Schnellfeuer-Funktion, die dann aber relativ schnell verschwindet. Dann kommen wir zu der Ulti. Die Ulti ist ein Luftschlag sozusagen und feuert einen Laserluftschlag genau auf den Zielort ab, der sehr, sehr stark und mächtig sein kann, wenn man ihn gut taktisch einsetzt. Nun kommen wir zu der Ulti. Die Ulti ist ziemlich, ziemlich stark, hat auch noch 2 verschiedene Alternativen. Ballert halt in einem Bereich sozusagen einen wunderschönen Licht- und Feuerstrahl aus dem Himmel auf dein Ziel, beziehungsweise steuerst du es ja natürlich auch über die Map. Wir können es noch einmal zeigen. Ist sehr, sehr mächtig. Ich finde die Ulti auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und Omen ist halt auch ein sehr, sehr geiler Taktiker, den ich auf jeden Fall sehr, sehr feier. Den muss man natürlich erstmal freischalten und den habe ich mir sozusagen als erstes freigeschaltet, als ich die Möglichkeit hatte, einen neuen Helden bzw. einen neuen Charakter zu rekrutieren. Die erste Fähigkeit, die Omen hat, ist Paranoia und feuert sozusagen nach vorne ein Schattengeschoss ab. Wenn du es berührst, verändert es auf jeden Fall die Sicht, ist natürlich nur sehr kurzzeitig und das Geschoss kann auch durch Mauern gehen. Dann gucken wir uns natürlich die Schattenkugel an, die auch durch Wände gehen kann und auch eine sehr gute Reichweite hat. Wir zeigen es nochmal. Die nächste Fähigkeit ist Finsterer Schleier. Muss ich sagen, ist mit die beste Fähigkeit von ihm, meiner Meinung nach, für Omen. Und zwar hast du halt sozusagen eine Schattenkugel, die auch wieder die Reichweite der Sicht sozusagen stark reduziert. Du kannst damit die Sichtweite vom Gegner komplett zerstören und kannst damit auf jeden Fall Vorteile für dein Team erschaffen. Dann kommen wir zu der letzten Fähigkeit vor der Ulti. Und zwar kann man da die Schattenkugel sozusagen generieren, die auf jeden Fall die Sicht blockiert. Finde ich sehr, sehr stark und jeder Taktiker hat sozusagen wie Rauch oder eine Schattenkugel, wo halt die Sicht durch den Gegner auf jeden Fall vermindert wird. Die dritte Fähigkeit vor der Ulti ist sozusagen vernebelte Schritte. Das ist sozusagen wie eine Teleportation nach vorne. Du kannst an gewählten Orten dich teleportieren, was sehr, sehr stark ist. Natürlich hat es auch eine Reichweite, die du nicht überbrücken kannst, aber ich finde diese Fähigkeit auch sehr, sehr mächtig. Und hier haben wir die Fähigkeit, sich zu teleportieren und dann teleportiert man sich auf jeden Fall hin. Hat auf jeden Fall eine begrenzte Reichweite, also man sieht es auch, wenn ich mich hier bewege. Weiter geht's auf jeden Fall nicht. Du drückst einmal und teleportierst dich. Sehr, sehr stark. Kommen wir zu der Ulti. Die Ulti ist aus dem Schatten sozusagen, hat auch eine Teleportationsfunktion und der Gegner sieht sozusagen, dein Schatten kann zerstört werden. Damit wird die Teleportation abgebrochen, zerstört aber nicht dich oder tötet dich in diesem Modus oder in diesem Moment. Sehr, sehr stark. Kommen wir zu der Ulti. Und die Ulti seht ihr jetzt schon. Ist sozusagen eine Teleportation.
Du sammelst dich, der Schatten kann zerstört werden, damit wird dann sozusagen, du wirst vorher schon auf jeden Fall markiert oder wirst auf jeden Fall sehen, dein Schatten ist da, der Schatten kann getötet werden, damit bist du wieder an dem Ort, wo du angefangen hast, dich zu teleportieren, aber die Fähigkeit, die Ulti, ist halt absolut genial, weil du dich über die ganze Map teleportieren kannst. Wir zeigen es nochmal. Absolut geile Ulti. Kommen wir zu Viper. Viper ist der letzte Taktiker. Und damit auch die einzige Frau. Wenn man oben halt nicht richtig einschätzen kann, man weiß ja nicht, ob oben eine Frau oder männlich ist. Von daher, Viper, die einzige weibliche Charakterin. Kommen wir zu ihrer ersten Fähigkeit, und zwar die Giftwolke. Sehr, sehr stark, finde ich absolut genial, weil die Giftwolke sozusagen die ganze Runde bleibt. Bis zum Ende der Runde. Steht hier auch nochmal, rüste einen Gaskanister aus, feuere, um das Ventil auf den Boden zu werfen, wo es die ganze Runde überliegen bleibt. Absolut stark, man kann es reaktivieren, nochmal neu einsetzen. Absolut gut. Viper mit einer meiner Lieblingstaktika. Ihr seht schon, ich kann hier sozusagen eine Giftwolke platzieren. Die wir theoretisch bei dem dritten Taktiker haben. Bei jedem Taktiker haben wir entweder eine Schattenwolke sozusagen, hier eine Giftwolke. Kommen wir zu der nächsten Fähigkeit, Toxic Schirm. Damit kannst du sozusagen eine Linie aus Gasventilen platzieren, beziehungsweise kannst du auch eine Wand, wenn sie reaktiviert wird, aus Gas erschaffen, aus Giftgas, wenn die Leute da reinlaufen, auf jeden Fall ordentlich Damage bekommen. Kommen wir zu der nächsten Fähigkeit, ihr habt es schon gesehen. Und zwar kann ich jetzt mit Q und E, mit Q könnte ich jetzt wieder die Rauchwolke sozusagen aktivieren und hier eine Giftgaswolke. Also auf jeden Fall mein Lieblingstaktiker. Kommen wir zur letzten Fähigkeit vor der Ulti, und zwar Kontamination. Ist sozusagen wie bei Brimstone, dass du einen Granatenwerfer hast, der nicht nur Flammen jetzt verschießt, sondern er schießt Chemikalien, und die Chemikalien machen auch sozusagen einen Teppich, wo natürlich der Gegner ordentlich Schaden mitnimmt. Und zwar haben wir hier wieder diesen Teppich, sozusagen den Chemikalien-Teppich. Kommen wir zu der Ulti. Die Ulti ist absolut stark, so wie ihr sie gleich sehen werdet. Ihr feuert sozusagen eine chemikalische Wolke um euch herum, die nicht nur das maximale Leben eures Gegners sozusagen verringert, sondern auch die Sichtweite verringert. Wir zeigen euch jetzt halt noch die Ulti. Und seht, dass um Viper sich sozusagen eine Giftgasrauche auf jeden Fall platziert wird. Hier wird die ganze Sichtweite natürlich verringert vom Gegner, und die Gegner, die hier reinkommen, verlieren ihr maximales Leben. Finde ich auf jeden Fall absolut starke Ulti. Noch mit meiner Lieblings-Ulti von den Taktikern. So, nachdem wir euch die drei Taktiker gezeigt haben, kommen wir jetzt nämlich zu den drei Duellanten. Und zwar fangen wir mit Jett an. Jett, momentan mein Lieblings-Duellant, spiele ich sehr, sehr gerne und könnt ihn da sozusagen als Fragger sehen, ja, und geht auf jeden Fall nach vorne, versucht die ersten Frags zu ziehen und da auf jeden Fall mit als erster im Kampf geschehen zu. Kommen wir zu der ersten Fähigkeit. Die erste Fähigkeit katapultiert sozusagen Aufwind, dich sofort in die Luft, damit kannst du einen taktischen Vorteil erlangen. Du kannst auf jeden Fall auf Gegenstände bzw. auf Kisten kommen, auf die man zum Beispiel normalerweise nicht kommen würde. Jetzt kommen wir zu der Fähigkeit, wo ihr natürlich nach oben springt. Und damit könnt ihr natürlich auf Erhöhungen kommen, wo ihr natürlich sonst nicht kommt. Könnt euch natürlich hier auch vor Damage theoretisch bewahren. Die nächste Fähigkeit ist Rückenwind. Katapultiert dich ein Stück nach vorne. Finde ich sehr, sehr stark, um nach vorne zu pushen und den Angriff auf jeden Fall zu starten und in seine eigene Hand zu nehmen. Hier sind wir auf dem Dach, und jetzt wollte ich euch mal die Fähigkeit zeigen, wie man nach vorne staggert. Sehr, sehr stark. Kann man auf jeden Fall gut benutzen. Kommen wir zum Wolkenbruch. Die letzte Fähigkeit vor der Ulti, die auf jeden Fall eine Rauchwolke vor dir platziert und die Sicht des Gegners massiv einschränkt. Kommen wir jetzt zu der Rauchwolke, zu Wolkenbruch. Da seht ihr, ich schmeiß die Rauchwolke, die Sicht wird verringert, beziehungsweise komplett eingeschränkt. Hält nicht so lange, aber ihr könnt theoretisch dann durchpushen und damit auf jeden Fall auch den Angriff auf euch nehmen. Da sind wir bei der Ulti. Gehen wir mit einer meiner Lieblings-Ultis von den Duellanten, und zwar Klingsturm. Ihr habt mehrere Wurfmesser, die vor euch erscheinen, die ihr dann werfen könnt und damit auf jeden Fall stark alle Gegner vor euch auf jeden Fall fraggen könnt. Oder ihr könnt alternativ auf alle Messer gleichzeitig auf ein Ziel werfen, um dann auf jeden Fall den Frag sich zu sichern. Nun kommen wir zu der Ulti. Ihr seht schon, die Ulti funktioniert so, dass ich jetzt einzeln die Messer werfen kann oder halt alle gleichzeitig. Und damit für mich auf jeden Fall die beste Ulti der Duellanten. Kommen wir zum nächsten Duellanten, und zwar Phoenix.
Phoenix, sehr, sehr stark, habe ich als ersten Charakter auf jeden Fall für mich so ein bisschen entdeckt, bevor ich dann Jett gespielt habe und mich teilweise in Jett verliebt habe als Duelant und momentan wirklich Jett maine. Kommen wir zu der ersten Fähigkeit und zwar Fieser Wurf. Fieser Wurf ist eine Feuerkugel, die ihr, oder eine Fackelkugel, die ihr sozusagen in einem Bogen werfen könnt. Nach rechts oder nach links könnt ihr auch noch aussuchen, werdet ihr ja gleich sehen. Dann kommen wir zu der Feuer- oder Fackelkugel, die in verschiedenen Richtungen in einem Bogen geworfen werden kann. Und euch halt kurzzeitig blendet oder den Gegner halt blendet. Perfekt, um zu pushen. Kommen wir zu heiße Hände, ist die nächste Fähigkeit, die einen Flammenteppich erschaffen kann, indem ihr eine Feuerkugel wirft. Die Feuerkugel kann auf dem Weg schon Damage machen und der Flammenteppich natürlich macht auch Damage bei den Gegnern. Kommen wir zu der nächsten Fähigkeit. Und zwar die Feuerkugel, die den Flammenteppich erzeugt. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Kommen wir zu der letzten Fähigkeit, bevor wir zur Ulti kommen von Phoenix. Phoenix kann nämlich eine Flammenwand erschaffen, wo, wenn man durchgeht, natürlich sehr, sehr viel Schaden nimmt oder sich halt selber damit heilen kann in dieser Flammenwand. Was natürlich Phoenix auf jeden Fall zu einem guten Duelant macht. Flammenwand ist geil, relativ dünn, aber ihr könnt euch selber halt heilen. Ihr seht auch links, über meiner Gesundheit steht ja auch Heilung und damit heile ich mich. Kommen wir zu der Ulti. Die Ulti ist Revanche und damit könnt ihr sozusagen euch, ich würde sagen, duplizieren. Ihr könnt nach vorne gehen, ihr könnt Frags ziehen und falls ihr sterbt, werdet ihr sozusagen ab da hinten teleportiert, wo ihr angefangen habt, die Ulti einzusetzen und könnt sozusagen, habt mehr oder weniger ein extra Leben, könnt damit auf jeden Fall nach vorne gehen, noch ein paar Frags ziehen und seid dann wieder komplett ihr selbst mit der Gesundheit, die ihr vorher hattet. Finde ich absolut stark. Richtig, richtig gute Ulti und werdet ihr auch gleich noch sehen. Nun kommen wir zu der Ulti. Und ab dem Punkt werde ich zurück teleportiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel runterspringe und sterbe, komme ich genau da wieder hin, wo ich angefangen habe. Ist auf jeden Fall geile Ulti, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Sagt mir auf jeden Fall in den Kommentaren, schreibt rein, welcher Duelant bzw. welche Taktiker für euch auf jeden Fall in Frage kommen. So, kommen wir zu einem letzten Race Duelanten. Und ist auf jeden Fall sehr geil. Wieder ein weiblicher Charakter. Und hier haben wir sozusagen zwei weibliche Duelanten und einen männlichen Duelant. Andersrum sozusagen als bei den Taktiken. Kommen wir zu der ersten Fähigkeit. Die erste Fähigkeit ist das Sprengstoffpack. Sagt eigentlich genau das aus, was es ist. Man wirft sozusagen ein Sprengstoffpack, was an der Oberfläche haften kann. Das ist wie so ein C4 und kann dann natürlich dann explodieren oder zur Explosion gebracht werden. Kann auch reaktiviert werden. Also auf jeden Fall sehr, sehr stark. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Die nächste Fähigkeit ist das Sprengpaket, was überall haftet. Wenn ich es jetzt gar nicht aktivieren würde, würde es nach einer Zeit explodieren. Also ist auf Zeitbasis. Kommen wir zu der nächsten Fähigkeit, und zwar Farbbomben. Farbbomben werden sozusagen wie Granaten benutzt. Das könnte man sich vorstellen wie Splittergranaten, die dann noch in einzelne kleinere Granaten zerfallen und da auf jeden Fall mit sehr, sehr starken Damage in einem bestimmten Umkreis machen. Hier kommen wir zu der ersten Fähigkeit. Find's auch geil animiert. Bei den Splittergranaten. Kommen wir zu der letzten Fähigkeit vor der Ulti, und zwar dem Boombot, der sozusagen vor euch dann explodiert, falls ihr ein Gegner seid, und könnt den Boombot natürlich auch zerstören, setzt den ein, der fährt sozusagen bis zur Wand, dreht dann wieder um, fährt hin und her. Also müsst ihr einfach mal ausprobieren, ihr werdet auch gleich sehen, wie es funktioniert. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Fähigkeit und meiner Meinung nach vom Race die stärkste Fähigkeit, die ihr benutzen könnt. Die man hier einsetzen kann, ist der Boombot, der dann geradeaus zum Beispiel fährt. Und wenn ein Gegner sehen würde, auf jeden Fall explodieren würde. Kommen wir zu der Ulti vom letzten Duelanten, die meiner Meinung nach nicht so stark ist. Du hast halt einen Raketenwerfer theoretisch, der auch Flächenschaden macht. Und volles Rohr heißt diese. Und werden wir euch jetzt mal einfach zeigen. Mal gucken, was ihr davon haltet. Hier kommen wir zu der Ulti, und zwar der Raketenwerfer, der auf jeden Fall massiven Damage macht, Flächenschaden, sich auch ein bisschen zurückschmeißt. Meiner Meinung nach aber nicht. Also der Schuss muss auf jeden Fall sitzen. Nicht die beste Ulti ist. Kommen wir zu Sage, beziehungsweise kommen wir jetzt zu den zwei Wächtern. Wir haben jetzt noch die Initiatoren und die Wächter. Wir fangen mit den Wächtern an, da haben wir noch zwei. Und zwar sind Wächter sozusagen dafür da, Flanken zu halten. Du kannst perfekt mit dem verteidigen, sind, wie ihr auch hier lest, Verteidigungsexperten und können auf jeden Fall gut eingesetzt werden, um wirklich den Rücken euch zu decken, wenn man den natürlich gut spielen kann. Sollte man auf jeden Fall immer einen Wächter in einem Team mit dabei haben, um auf jeden Fall zu wissen, okay, wir werden von der oder der Seite nicht angegriffen, können in Ruhe unseren Angriff sozusagen aufbauen. Kommen wir zu der ersten Fähigkeit, und zwar die Verlangsamungssphäre. Sagt eigentlich schon das aus, was es ist. Du schleuderst eine Kugel nach vorne, die die Gegner sozusagen verlangsamt, und du halt einen Teppich hast, wie zum Beispiel einen Flammenteppich, wenn du darüber läufst, dass du halt verlangsamt wirst und sozusagen
da auf jeden Fall eine gute Möglichkeit hast, dann die Frags zu ziehen. Explodiert sozusagen beim Aufprall und verlangsamt sozusagen die Spieler, ist aber nur temporär. Das habe ich ja schaffen, wenn die Gegner sozusagen rüberlaufen, dass sie stark verlangsamt sind. Ich verlangsame mich aber auch selber, wenn ich darüber laufe. Daran müsst ihr natürlich denken. Kommen wir dann zu der nächsten Fähigkeit, und zwar die Heilungskugel. Du kannst sozusagen deine Teammitglieder damit auf jeden Fall heilen, kannst sie sozusagen damit ausrüsten, dass sie nicht so viel Damage damit nehmen. Und die Heilungskugel kannst du auch einsetzen, um dich selber zu heilen, was sehr, sehr großen Vorteil auf jeden Fall schafft. Relativ schlecht einsetzen, weil ich mich erstmal heilen muss sozusagen und keinen anderen natürlich heilen kann, deswegen musste ich mir selber Damage machen. So, kommen wir zu der Barrierensphäre. Die Barriere habe ich ja schon erzählt. Sage ist ein Verteidigungsexperte. Du kannst eine Barriere auf jeden Fall, eine Wand erschaffen, wo du halt nicht durch kannst. Nicht wie eine Flammenwand oder eine Giftwand, wo man halt durchlaufen kann und den Schaden nimmt, sondern diese Wand kannst du einfach nicht betreten. Damit kannst du eine Flanke komplett abschließen und kannst auf jeden Fall da dicht machen. Finde ich absolut stark. Damit ist Sage, obwohl wir den zweiten Wächter noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall mein Lieblingswächter. Die letzte Fähigkeit ist natürlich die Barriere. Ihr seht auch schon, wie ich die Barriere platzieren kann. Ist eigentlich perfekt gemacht, um sozusagen hier so Türen zu blockieren. Und dann kann man da auf jeden Fall nicht durchlaufen. Rüberspringen kann man auch nicht. Außer mit Jet natürlich, die Aufwind hat und theoretisch rüberspringen könnte. Kommen wir zu der Ulti. Die Ulti ist natürlich perfekt gemacht, um natürlich tote Soldaten aus dem Team wiederzubeleben. Das ist es. Und die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, dass du, wie jetzt hier natürlich steht, nach einer kurzen Kanalisation wird der Verbündete mit voller Gesundheit wiederbelebt, dass du halt auf jeden Fall, wenn du es schaffst, den Ulti einzusetzen, einen wichtigen Vorteil für dein Team verschaffen kannst. Die Ulti kann halt jemanden wiederbeleben, ist natürlich jetzt relativ schwierig zu zeigen. So, kommen wir zu Cypher. Auf jeden Fall ein sehr starker Wächter und der letzte Wächter. Man hat nur zwei Wächter. Nicht so wie bei den Duellanten und Taktikern, dass es davon jeweils drei gibt. Ich denke, dass es mehrere Helden noch geben wird, wenn das Spiel wirklich offiziell released wird. Momentan befinden wir uns ja noch immer in der Closed Beta. Kommen wir zu den Cyberkäfig, seine erste Fähigkeit, womit ihr sozusagen einen Cyberkäfig vor euch schleudert direkt und die Sicht des Gegners auf jeden Fall nimmt. Man könnte hiermit auf jeden Fall die Sicht blockieren. Haben wir ja öfters. Wir haben Giftwolken, wir haben Flammenwolken, wir haben Rauchwolken, wir haben Schattenwolken. Also es gibt sehr, sehr oft diese Möglichkeit. Kommen wir zu der nächsten Fähigkeit, und zwar die Spionagekamera. Die Spionagecam kann auf jeden Fall gut platziert werden, um Gegner sozusagen aus und zu spionieren. Ihr steuert die dann halt nicht selber wie bei Waymo zum Beispiel eine Valkyrie Cam, sondern sie erkennt Gegner und markiert diese dann auf der Map, und ihr wisst ganz genau, an dieser Position momentan in einem Dreieck sozusagen ist auf jeden Fall der Gegner, und da werdet ihr auf jeden Fall gut eure Flanke theoretisch damit auf jeden Fall abdecken können, wenn ihr die Cams auf jeden Fall gut platziert. Die nächste Fähigkeit ist theoretisch die Cam, ja, die ihr nämlich doch wie Valkyrie steuern kann. Ich habe nicht vorhin gesagt, dass ihr die nicht steuern könnt wie Valkyrie, aber doch, ihr könnt die nämlich wie Valkyrie steuern und könnt dann nämlich theoretisch rumgucken. Ihr seht natürlich rechts oben live, wird auf jeden Fall auch irgendwann verblassen, die Fähigkeit. Kommen wir zu der letzten Fähigkeit vor der Ulti, und zwar Fallenrad. Fallenrad kann sozusagen platziert werden zwischen zwei Wänden, zwischen den Türen. Wenn der Gegner sozusagen durchläuft, wird er auf jeden Fall gelähmt. Er wird auf jeden Fall auch kampfunfähig gemacht für eine kurze Zeit, und du kannst, wenn du in der Nähe bist, deine Fähigkeit natürlich nochmal reaktivieren und mal erneut einsetzen und die gleiche Falle sozusagen an der gleichen Stelle wieder aufstellen. Oder kannst halt in der Nähe warten und bleiben, bis jemand durchläuft, und kannst damit dir dann auf jeden Fall den Frag sichern. Die letzte Fähigkeit ist der Stolperdraht. Werde ich euch mal zeigen, wie das aussieht. Hier habt ihr sozusagen den Stolperdraht. Wenn jetzt ein Gegner durchlaufen würde, würde er sozusagen geknebelt werden, kampfunfähig gemacht werden. Und die könnt ihr dann natürlich an der gleichen Stelle auch mal neu reaktivieren. Kommen wir zu der Ulti. Die Ulti ist perfekt. Neuraler Diebstahl sorgt halt dafür, dass wenn du einen toten Gegner vor dir hast, dass du sozusagen ihm sozusagen die Gedanken, könnte man so theoretisch übertragen, aus dem Kopf ziehst und in dich implantierst, um sozusagen zu wissen, wo alle gegnerischen Spieler sind. Auf jeden Fall sehr stark, kann auf jeden Fall gut eingesetzt werden. Und damit ist es auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Ulti, die natürlich auch sehr, sehr stark vom Vorteil ist. Die Ulti kann ich jetzt natürlich nicht zeigen. Und so, kommen wir zu den letzten beiden Helden, und zwar Sova und Breach. Wir fangen auf jeden Fall mit Sova an. Und zwar, Initiationen sind dafür da, dass du halt die Möglichkeiten nutzt, sozusagen die Verteidigung zurückzutreiben und dein Team sozusagen nach vorne pushen kannst.
Kommen wir zu der ersten Fähigkeit, und zwar der Schockschuss. Der Schockschuss kann sozusagen benutzt werden, um theoretisch im alternativen Modus zweimal von der Wand abzuprallen, kann von den Wänden abprallen, bei Aufprall sozusagen direkt an dem Gegner, macht er ordentlich Schaden, du kannst aber auch hinter der Wand schießen, um damit auch theoretisch Schaden an den Gegner zu machen. Jetzt haben wir den Schockpfeil, er sagt es auch selber, er kann natürlich den Schockpfeil auch mit Aufpraller machen, und prallt er bis zu zweimal ab und fliegt komplett woanders hin. Naja gut. Kommen wir zu der nächsten Fähigkeit, und zwar den Aufklärungsschuss. Du siehst halt, wenn du den Aufklärungsschuss schießt, wo sozusagen Gegner sich befinden, auf jeden Fall sehr, sehr stark, kannst damit auf jeden Fall die Position der Gegner auf jeden Fall gut erraten, ja, obwohl aufdecken eher erraten halt nicht, und kannst damit dein Team auf jeden Fall unterstützen oder vielleicht dein Team dazu bringen, dass es pusht, um vielleicht sich die ersten Frags zu holen. Ich glaube, das ist hier die Möglichkeit, hier so ein Gebiet halt aufzudecken. Eine Eulendrohne ist die letzte Fähigkeit, die er sozusagen besitzt vor der Ulti, und damit kannst du theoretisch auch Leute aufdecken. Du musst halt die Eule steuern und kannst dadurch dann halt einen Pfeil abschießen, womit du die Position des Gegners auf jeden Fall aufdeckst. Und die letzte Fähigkeit setzt sozusagen die Eulendrohne ein, mit der ihr Pfeile verschießen könnt, um dann halt Gegner aufzudecken. Kommen wir zu der Ulti von Sova, die ist sehr, sehr stark. Du kannst durch Wände schießen, du hast halt Zorn des Jägers, ist ein Dreier-Schuss sozusagen, beziehungsweise du schießt nicht drei auf einmal, sondern hintereinander sozusagen Bögen oder große, große Pfeile, die ihr, wie ihr gleich sehen werdet, die durch, sozusagen durch Energiestöße durch die Wände gehen und damit auf jeden Fall richtig, richtig stark Damage machen kann. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr stark. Kommen wir zu der Ulti. Die Ulti ist absolut stark, damit kannst du durch die Wände schießen. Und hast halt innerhalb von der Zeit des Timers die Möglichkeit, diese drei Energieschüsse auf jeden Fall abzugeben. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wir kommen jetzt noch zum letzten Helden. Und damit sind wir dann noch durch mit diesem Video. Kommen wir auf jeden Fall zu Breach, dem letzten Helden-Initiator. Und den werde ich euch jetzt noch vorstellen. Und damit ist dann das Video auch zu Ende. Kommen wir zu der ersten Fähigkeit. Die erste Fähigkeit ist die Blitzladung. Kann durch Wände gehen, kann durch Wände gefeuert werden und blendet halt theoretisch die Spieler. So wie es eigentlich schon fast gedacht ist, beziehungsweise kann man das ja aus dem Namen Blitzladung auf jeden Fall schon ableiten. Geht auf jeden Fall theoretisch auch durch Wände. Das ist die Blitzladung und auf jeden Fall sehr, sehr geil. So, die nächste Fähigkeit ist eine seismische Druckwelle sozusagen, die einfach durch die Wände gehen kann und einfach sozusagen den Boden halt sozusagen beben lässt. Und alle Spieler sozusagen in dieser Linie, wenn sie davon getroffen werden, kampfunfähig. Zeigen wir euch natürlich jetzt die erste Fähigkeit. Seht ihr hier, dass ich es natürlich auch noch aufladen kann. Und nach vorne geht. So, kommen wir zu der besten Fähigkeit, und zwar Nachbeben. Nachbeben kann sozusagen, ist eine Fusionsladung, und sprengst du diese Ladung, kannst auf jeden Fall sehr erheblich starken Schaden auf jeden Fall an dem Gegner verursachen und kann meist, wenn er natürlich schon angefragt ist, auf jeden Fall schon für seinen Tod sorgen. Und dann zeigen wir euch, hier haben wir die seismische Explosion, sehr, sehr geil. Kommen wir auf jeden Fall zu der Ulti, die mir auf jeden Fall am besten gefällt. Und zwar ist das Donnergrollen. Donnergrollen macht sozusagen alle Spieler betroffen und kampfunfähig und wirft sie halt in der Luft. Was auf jeden Fall absolut geil ist. Du kannst damit auf jeden Fall, wenn du sie gut einsetzt und dein Team in der Nähe ist, ordentlich diese Runde vielleicht mit dieser Ulti auf jeden Fall gewinnen. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall da. Und jetzt kommen wir noch zu der letzten Fähigkeit, und zwar die Ulti. Und geht halt überall durch und macht überall Schaden. Auf jeden Fall mit meiner Lieblings-Ultis. So, liebe Leute, das war's sozusagen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, um euch die Helden alle mal so ein bisschen vorzustellen, damit, falls ihr euch das Video anguckt, ihr wisst, welchen Helden soll ich mir holen, wie funktionieren die für Leute, die vielleicht den Key noch nicht haben. Guckt auf jeden Fall meine Streams, vielleicht kriegt ihr auf jeden Fall einen Key ab, und damit wisst ihr auch schon, welchen Operator es gibt, beziehungsweise welche Helden. Ich sag halt immer Operator, weil ich natürlich aus dem Rainbow-Bereich komme. Ansonsten hoffe ich euch, ihr konntet euch damit helfen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und schreibt mir in den Kommentaren, wer euch von euch am besten gefällt, was ihr am liebsten spielt. Spielt ihr lieber Wächter, spielt ihr Taktiker oder wie auch immer? Und vielleicht sagt ihr auch, ich bin nur der Duel-Land-Fan und spiele nur die Duel-Landen. Lasst mir auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren da. Das war's von den Brüder Games. Peace out und reingehauen. Einen wunderschönen Abend noch.